Jetzt haben wir wiederum eine neue Mutante, die Omikron-Mutante, befeuert diese Pandemie erneut. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr dieser Variante ein und inwiefern wird auch die Wirksamkeit von Impfstoffen wiederum auf die Probe gestellt? Also wenn Sie mich fragen würden, wo bin ich in der Alarmstufe zwischen 0 und 10, ich würde sagen, meine Alarmstufe ist ungefähr 1. Und der Grund dafür ist dreifach. Die drei großen Fragen sind nicht beantwortet. Die erste Frage ist, wie ansteckend ist diese neue Variante? Ist sie mehr ansteckend als Delta? Und dann ist das eine Frage der Zeit, bevor die prominente Variante ist. Die zweite Frage ist, wie schaut das mit dem Krankheitsbild aus? Ist das ärger oder ist das milder? Und die dritte Frage, wie Sie schon angedeutet haben, sind die Impfstoffe, die wir im Moment haben, oder sind die Menschen, die genesen sind, haben dies eine Kreuzresistenz? Und ich finde es sehr unwahrscheinlich, dass Nummer eins die neue Variante mehr ansteckend ist. Nummer zwei, dass das Krankheitsbild ärger ist. Und drittens, ich bin total überzeugt, dass es einige Immunität gibt. Ist die Immunität, die Prophylaxe ist 95%, das weiß ich nicht, vielleicht ist es 90%, vielleicht ist es 80%, aber es gibt einige Immunität gegen diese neue Variante, da bin ich überzeugt.